jetzt bist du nicht Zerg. Das stimmt. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge StarCraft 2 Legacy of the Void 2 gegen 2. Was bist du denn? Terraner bin ich geworden. Oh, Tank, Turtle. Nee, mag ich nicht. Ich droppe lieber. Oder ich gehe auf Liberator, glaube ich, in diesem Game. Ja. Nicht genügend Mineralien. Roter Zerg. Ah, Liberator ist gut. Reich. Ich auch sehr. Du kannst ja deinen Adept Immortal Push wieder spielen. Und ich mache dann ein paar Liberator damit bei. So viele kann ich nicht haben zu dem Zeitpunkt, weil das ziemlich früh ist. Aber du musst da vorne nicht so bauen. Lass mich deine Barracks bauen. Jetzt habe ich deine Gate hingesetzt. Leute. Habe ich jetzt mal kaputt gemacht? Eine Barracks hat mehr Hitpoints, glaube ich, oder? Nee, stimmt gar nicht. Weiß ich nicht. Ich habe Schilde, genau, deswegen habe ich mir gedacht. Der Gate davor kann auch einiges. Ja. Also normalerweise baut man, wenn man eine Wall baut, den Pylon sogar nicht in der Wall, damit man da halt Gebäude hat, die mehr aushalten, ne? Aber in diesem Fall ist das eigentlich ziemlich egal. So. Reiner. Ich brauche 2 Gas, dann möchte ich auf Liberator gehen. Wo müssen wir denn hier unsere Echsen nehmen? Direkt unten, ne? Das wäre so der Plan, ne? Übrigens kein Reaper gespielt, das kann ich mir nicht erlauben, wenn ich Liberator bauen will. Da kommt eine Probe. Die mache ich jetzt nicht mit Photon Overcharge weg, wenn der Core da ist. Das schaffst du auch nicht, dafür ist die zu weit aus der Range da weg. Ja, das stimmt auch wieder. Ich will einfach von alleine schon da rausrennen. Können wir expandieren? Also ich kann ja in der Basis expandieren, von daher ist mir das egal, aber... Ja, du, aber ich nicht. Also ich habe noch keine einzige Einheit. Ich lasse dich raus. Du musst nochmal klicken. Also, das ist erst. Lass mir erstmal hier vorgehen. Nee, wenn ich eh schon später expandiere, dann kann ich auch die Gates vorziehen. Damit ich wenigstens etwas habe, das ich verteidigen kann. Verstehst du meinen Gedankengang? Wahrscheinlich nicht, oder? Bitte? Ich hab das Depot mal wieder hochgemacht. Meine Probe ist ja jetzt draußen. Lass mal die Rocks rausnehmen mit den Einheiten, die wir schon haben. Um uns ein bisschen sicherer dazu. Okay, dann werden doch nur 3 Gates, weil ich habe gerade meine eigene Einheit eingesperrt. Aber dann musst du das Ding zwar nicht abreißen. Warte doch, das Warp ist mal da. Das habe ich jetzt schon abgerissen. Ich habe sowieso ein Gate zu viel gehabt. Ja, aber 4 Gates sind ja auch nicht schlecht. Vor allem war das ziemlich, so ziemlich fertig, oder? Nee, das war so halt. Naja, jetzt ist es eh schlecht. So, ist dein Mothership vorne? Ja. Alles gut. Hey, den Dalai Lama sollen wir hier. Bereit machen, Jungs! Wahnsinn! Ich scanne mal einmal, damit ich da wissen, der geht mal ruhig hier, ne? Frühe Evolution Chambers beim Gegner. Heißt das? Dass er eigentlich wahrscheinlich nicht früh angreift. Hello, schreibt er deshalb auch gleich. Gehen wir auch mal beim anderen. Oh, ich habe keinen Scan. Dann lassen wir das. Ich hab dir gerade nicht zugehört, tut mir leid. So. Also, wahrscheinlich Adepten mit Upgrade. Am Protoss. Verstanden. Adept mit Upgrade. Ich habe das Gefühl, ich baue gerade alles gleichzeitig. Ja, mach mal. Ich kann mir eigentlich gerade kein Stim leisten. Das ist ein bisschen blöd. Ich habe ein paar Adepten. Liberator Gear. Oh, ich habe die Post vergessen. Ich brauche langsam auch wieder ein Pylon.
bin, glaube ich, jetzt ewig Supply Block. Nur zu. Schlechte Neuigkeiten? Abmarschbereit. Das hat man. Achso. Ich bin immer noch so im Modus, dass du nicht Terran bist, dass du Zerg bist. Ja, oh. Liberator! Ja, ja, hab ich doch gesagt. Meinst du, das merke ich mir? Ich hab gesagt, ich spiele Mars Liberator. Los. Mars auch noch! Ja, ja. Mit Upgrade. Ich mach gerade das Adepten-Upgrade fertig. Warum müssen wir Gasbus upgraden? Das Orgasmus-Upgrade, bitte? Genau, genau das habe ich gesagt. Wie kann man nur so versaut was sagen, ne? Ich hab grad einen Supply-Block, das ist nicht so gut. Ja, irgendwas schießt hier die ganze Zeit, ne? Ja, ich schieße auf die Rocks. Hab ich gewusst. Empfang bestätigt. Abruf bereit. Melde mich zum Einsatz. So, mal schauen, ob mein Liberator schon mal Schaden machen kann. Das sieht gut aus. Ich hab schon mal ziemlich viele Adept. Da ist eine Queen. Ja, ja, hab ich gesehen. Ich hab noch nicht so ein Timing aus. Wann soll ich denn die Forges bauen? Erwidere Feuer! Nein. Was darf's denn sein? Alle Mann, das ist nicht so gut, ne? Nichts leichter als das. Na go. Hm? Wann darf ich denn Forges? Wollte ich nicht. Willst du jetzt gleich angreifen? Dann nicht. Ansonsten jetzt. Hab ich gerade geaddet. Wir haben sie auf dem Schirm. Also Forges sind hier gerade auf dem Weg. So, ich bin ein bisschen schlecht, was Multitasking angeht. Ich bin ein bisschen schlecht, was Supply angeht. Aber ich habe meine Basis diesmal saturiert. Das ist doch auch schon mal was, oder? Sehr gut. Da hast du jetzt nur gesagt, damit ich mich besser fühle. Ja, ich bin gerade ziemlich mit meinen eigenen Problemen hier beschäftigt. So, wie sieht's aus? Wann wollen wir denn mal pushen? Weiß ich nicht, wenn ich nicht mehr Supply Block bin. Und genügend Mineralien habe, wäre auch ganz geil. Ich habe halt nichts, was in die Luft schießen kann, aber das hast du ja mit den ja, Dingern. Ja, ne? Ja, hab ich. Gut. Stimmt, dauert halt bei mir noch ewig, aber. So langsam können wir uns angreifen, denken. Also meine Armee sieht ziemlich schwach aus und das ist sie auch. Dafür habe ich halt 1000 Mineralien auf der hohen Kante. Etwas, was man auf gar keinen Fall haben sollte. Ich habe gerade ein laggiges Tötet jeden gehört. Warum habe ich hier den Adepten eingeladen? Vielleicht hast du einen Waypoint dahin gesetzt. Das kann sein. Ihr müsst zusätzliche Piloten. Bla bla bla. Ich auch, deswegen baue ich jetzt mal 5 Pylons am Stück. So, lass mal einmal. Lass zumindest mal gucken. Ich nehm erstmal die Rocks hier raus. Das bleibt auch. Boah, ich spiel echt schlecht. Ich immer. Danke, dass du dein Command Center über meinem Warp Prism baust. Dann kann ich mich gar nicht mehr. Ja, das muss ja auch nach vorne. Das war, um dir eine Mitteilung zu geben. So. Bau halt nur Adepten jetzt gerade, ne? Macht nichts, ist gut. Weil gegen er hast du ja eigentlich, der Walt. Ah, Commander. Los, los, los! Hab ich nicht gerade den Immortal noch gehört? Die kauf ich mir! Nö. Erneut dient er. Überschön, mein lieber Föhn. What the hell? Achtung, greif mal bitte die Armee an und nicht den Nexus. Aber die Liberator räumen gut auf, würde ich sagen. Melde mich zum Einsatz. Ich bringe mal ein paar. Wir werden übrigens hinten auch angegriffen, aber das regelst du, ne? Sehr gut. Ich glaube, du hast es nicht mal bemerkt, aber du hast es geregelt. Ach, die paar Roaches da. Das ist die Rampe? Die Rampe! Ich hab auch endlich Stimmen. Meine Güte. Dass dieses Spiel noch erleben darf. Ja, das dürfte es gewesen sein, eigentlich. Aber
Und ein paar Roaches. Ich hab nur 3000 Mineralien, aber... Von unten kommen auch noch ein paar Roaches, meine Reinforcements kommen... Wo ist eigentlich mein Immortal? Ich hol noch einen Immortal mit nach vorne. Der hat sich da versteckt hinten, der will eigentlich gar nicht mitmachen, aber muss jetzt... Neue Adepten kommen nach vorne. Sieht doch gar nicht so verkehrt aus. Das ist ein Sieg auf jeden Fall. I hate Liberators. Hallo, die Adepten machen die Arbeit, nicht die Liberators. Ja, die Liberator haben extrem viel Arbeit gemacht. Gut. Nee. Okay, merken wir, wenn du mit Terran spielst, die Terraner kann ja in die Luft schießen, dann muss ich mich nicht um Luft kümmern. Ja. Adepten sind da sicherlich einfach. Mit Upgrade diesmal sogar. Ich habe das tatsächlich hingekriegt, bevor wir angegriffen haben. Aber du siehst, wie viel mehr Army Supply du hattest als ich, ne? Also, ich habe echt schlecht gespielt. Trotzdem haben die Liberator den Schaden gemacht. Schau dir mal den Protoss an, wie der gedroppt ist im Supply hier, im Wert der Armee. Army Value. Bin noch nicht in diesem Bildschirm, jetzt bin ich in diesem Bildschirm. Aber das war extrem stark. Ja, das stimmt. Der Protoss da ist. Der Zerg hatte einfach vorher schon gar nichts. Und hier sehen wir, wann dem Protoss sein Herz gebrochen wurde. Genau. Ja, sehr schön. Wir sind sogar hier auf Rang 2 in unserer Liga, auch wenn das überhaupt nichts aussagt. Aber trotzdem schön. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ich schaue beim nächsten Mal wieder vorbei. Hier oben rechts könnt ihr auf nächste Folge klicken. Unten rechts ist ein anderes Projekt von mir und dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss.